So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Tower Defense. Ich wurde auf mehrere Sachen hingewiesen. Zum einen kann ich die Sachen hier mehrfach abholen. Das heißt, ich kann jetzt hier, ja, mehrfach Stardust holen, aber weiß ich gar nicht, ob ich das möchte. Auch wenn sie cool aussehen, das muss ich sagen. Nee. Was ich aber eigentlich machen möchte, ist diese Arena. Problem ist, mir wurde gesagt, Erdbeben kann ich vergessen, greift mich selber an. Nach ein paar Runden sind alle meine Pokémon tot. Ist vielleicht nicht ganz so toll. Also doch eine andere Attacke überlegen, die ich nehme hier. Bulldoze hat 60% Schaden. Vielleicht nehme ich einfach einen Hyper Beam. Ja, ich denke, das wird das günstigste sein. Kostet uns jetzt mal wieder ein bisschen Geld, aber ich habe hier eh trainiert. Ja, wir haben auch gar nicht mehr so viel, ne? Ne, ne, ich habe jetzt alles Geld rausgehauen. Da muss ich dringend wieder Geld farmen. Ihm habe ich hier den Fireblast beigebracht. Reitschuh lasse ich hier raus. Ich nehme folgende mit. Die muss jetzt aber mal wieder. Ich weiß nicht. Ich bleib mal auf Aeroass. Bei dir auch. Bei dir ist eh noch die Sky Attack drin. Bei dir wechsle ich auf den Hyper Beam. Bei dir auf den Flamethrower, so. Gut. Jetzt zoomen wir als erstes mal ein bisschen raus. Hier am Anfang komme ich hier drüben. Das bedeutet, da können wir als allererstes mal drauf gehen. Und dieser Samen hebe ich mir erstmal auf. Okay, die Attacke mit dem Feuerzeichen sieht relativ interessant aus. Scheint aber nicht ganz so stark zu sein. Also sie hat einen viel zu hohen Cooldown dafür. So, kommt dort so um. Kommt jetzt schon Celebi? Ja. Ich hab's noch rausgezogen. Ich gehe hier kein Risiko ein. Ja, es wird trotzdem getroffen, weil es noch dasteht. So, von dort können wir auf jeden Fall die nächsten Jahre schnell. So, mal zwei passt. Na, ich sollte es lieber im Auge behalten, weil wir haben hier Schieß Schnellmatrode und die möchte ich nicht verantworten. Dieser Das war knapp. Ja, ich setze mal wieder hier unten hin. Auch wenn ich das vielleicht hier rüber setze und da unten das rein. Und soll ich ihm mal Giga Drain geben? Ich meine, es zieht nicht so viel, aber damit heilt sich's zumindest. Okay, es ist schon wieder voll. Damit kann ich wieder auf den Fireblast gehen. Achso, kommt ich schon wieder. Oh. Puh. Obwohl, vielleicht hätten wir sogar die Celebis umbringen können. Ich frage mich immer noch, warum diese Celebi hier nichts macht. Ich dachte, seine Aufgabe hier laut ihm selbst wäre genau das. Bringt mir eben zu viel Schaden, das packe ich mal woanders hin, dass ich ein bisschen regenerieren kann. Oh fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, haben wir halt einen Tauboss weniger. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Und jetzt wieder Celebi. Nee, da drüben kommt erst was. Immer höchste Vorsicht behalten. Von wo? Von da oben. Aber es ist nur ein Oval.
Achso, ich glaube, Celebi heilt uns, kann das sein? Das ist natürlich auch ein cooler Move, aber wie viel er bringt, ist halt die Frage. Ja, es sind jetzt noch am Anfang die Bisasamen. Wenn die Bisaflor kommen, wird's gefährlich. Ja, ich habe sie ja jetzt relativ stabil gesetzt. Bloß ich muss dann da unten zu Bisaflor noch immer mal eins umwechseln. Na, da wird's nämlich sonst brenzlig. Was? Warum tötet... Warum stirbt Missing No so schnell? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss... Ich muss mir, glaube ich, echt ein Dings hochleveln. Oh, du bist ein Celebi. Na, dann lass ich es doch da. Obwohl ich es wahrscheinlich auch umbringen könnte. Das hier rüber und das da am besten auch. Das hoch, dich erstmal zur Seite und dich hoch. Und dich mal hier rüber. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass da unten jetzt Celebi kommt. Ich habe Geräusche im Hintergrund. Und muss niesen, oh Gott. Ich konnte es noch zurückhalten. Oh nein, das machst du nicht. Böses Bisa. Was? Warum hast du dich nicht selbst hingelegt? Ja, das wird doch wieder nichts. War ich zu langsam. Verflucht. War ich wieder ein Stück zu langsam. Hätte ich doch noch Bisaflor überlegen sollen. Oh, was kommt hier jetzt da unten? Ganz vergessen. Also bei Slimog muss ich dringend eine andere Attacke beibringen und ich werde mir noch ein Feuer-Pokémon hochzüchten. Obwohl, eine Chance gäbe es. Okay, jetzt ist alle Hoffnung verloren. Außer wir bringen jetzt alle Celebis um. Range reicht leider nicht. Ja, ist doof. Dann seht ihr jetzt mal, wie Training bei mir aussieht. Ich habe halt echt kein Geld mehr, sonst würde ich dem noch eine andere Attacke beibringen. Ja, wir haben jetzt alles verballert. Ne, Moment. Exit. Ja. Tu mal Missing No raus, weil Missing No hält scheinbar nichts aus. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich verstehe es auch nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwas wisst. Wir tun jetzt mal das Vulpix rein. Weil hier auf der Route wird Vulpix nicht angegriffen. Das tun wir jetzt mal hier rein. Was hast du für eine Attacke? Amber passt. So. Und dann kommen hier die anderen Pokémon, die halt ein bisschen stärker sind. Das ist nochmal Solar Beam. Und wir stellen mal 4 ein. So sieht Training bei mir aus. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Training. Aber es funktioniert zumindest. Man muss es halt sehr, sehr oft wiederholen. Aber das kann man auch schön im Hintergrund machen, wenn man gerade was anderes am Machen oder Tun ist. Habt ihr für die Arena denn vielleicht irgendeinen Tipp? Ich bin dankbar für alles. Und so farmt man übrigens auch schön Geld. Auch wenn ich im Geldfarmen jetzt nicht ganz so toll bin, weil ich dann meistens wieder Erfahrung, also Level erhöhe und ja. Obwohl Vulpix ist vom Level her gar nicht mal so unten drunter. Ist gut, weil dann haben wir noch einen Feuertyp und ganz ehrlich, ich bin dankbar für jedes Feuer-Pokémon.
das nicht wie Missing No bei einem ganz normalen Visasam schon stirbt. Wahrscheinlich, weil es Missing No ist. Das ist ja damals auch schon gerne mal auf über Level 100 gestorben. Ist halt ein verdammt guter Verteidigungsturm, aber wenn er angegriffen wird, ist er, ja, erledigt. Und wenn wir die Kohle zusammen haben, dann werde ich Evoli auch einen Feuerstein gönnen. Damit es halt dann weiterentwickelt wird. Und wahrscheinlich den Flamethrower. Hier brauchen wir halt noch eine ganze Stange mehr Kohle. Und die werde ich euch offscreen beschaffen, denke ich. Wart ihr eigentlich dabei, als ich diese Vulpix gefangen habe? Ich glaube, nein. Das Vulpix ist, wie ihr seht, shiny. Das habe ich, das hier einfach aufgetaucht, habe ich gefangen. War auch beim Training, als es aufgetaucht ist. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass wir recht schnell stärker werden. Und jetzt gibt's halt ein bisschen was vom Training, weil ich möchte den Part auch nicht allzu kurz machen. Ihr sollt ja ein bisschen was davon haben. So, dich mal hier hin, dich da hin. Ist ja an sich wurscht, wer wohin kommt. Weil es geht ja eigentlich eh nur um Vulpix. Beziehungsweise Taubos wird auch bald ein Level steigen. Ja, da geht dann wieder Kohle flöten, aber generell, wenn man so ein Training hier macht, man gewinnt mehr Kohle, als man wirklich ausgibt. Bloß wenn man dann halt noch die Attacken ändert, so wie ich das ja gerne mal mache, das kostet dann halt schon eine Menge. Aber ist an sich nicht so wild, weil man kriegt ja genug. Man kriegt hier echt einen ganzen Haufen. Also wenn man hier so ein Training mal im Hintergrund den ganzen Tag abfährt, immer mal zwischenzeitlich alle Viertelstunde mal reinguckt, was sich geändert hat, da ist man ruckzuck hier auf ein paar hunderttausend. Na, hunderttausend vielleicht auch nicht, aber obwohl, wenn man weit genug schon in der Story vorangeschritten ist, könnte das durchaus sein. Aber sie geben auch nicht so viel Geld, muss ich sagen. Sie könnten ein wenig mehr geben. Aber wenn ihr mal überlegt, Taubos hat ja schon 200 gefressen bei seiner Entwicklung. Es ist halt... Es hält sich in Grenzen, aber es hält sich in guten Grenzen. Weil man nimmt ja doch ein bisschen mehr ein. Und es sind ja 45 Wellen, also... Zur jetzigen Zeit gibt es für mich keinen besseren Trainingsort. Oh, jetzt seht ihr mal live, wenn ein Shiny erscheint. Noch ein Vulpix, das fange ich. Jetzt seht ihr, so sah es aus, als ich mein Vulpix bekommen habe. Ups. Deswegen wurden auch übrigens bei der Challenge Shinies genommen, weil Shinies muss man nicht schwächen, um sie zu fangen. Also bei der mit den kleinen Steinen und den anderen Viechern da, den Glomandas, die man nicht entwickeln durfte. Also nicht gleich entwickeln durfte, weil sie dann eine Feuerattacke lernen. So, ja, jetzt habe ich mal eins wieder, weil das stellt sich automatisch um. Oder habe ich es umgestellt? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, es stellt sich automatisch um, wenn ein Shiny erscheint. Ich habe die Attacken jetzt nicht so eingestellt, dass sie ja alles leicht töten, sondern eher, dass sie nicht ganz so viel Schaden machen. Weil so kriegen wir auch mehr Pokémon-Erfahrung. Also sowas wie ein EP-Teiler. Yay. Ja, Leute, ich werde es offscreen noch eine ganze Weile weiterführen. Ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pokémon Tower Defense. Bis dann, euer Wolf.